Herzlich willkommen, ich bin Wiederfer und das ist mein neues Let's Play Quantum Conundrum. Soll so ähnlich sein wie Portal. Ich habe schon ein wenig gespielt, halt so mit Dimensionen. Also ich hatte gespielt, habe dann eben schon mal versucht aufzunehmen, ist dann aber abgekackt, weil Java unterbrochen hat, der mich ja Java Updater, der auch alle 2 Tage irgendwas updaten will. Aber egal, es geht um Dimensionen. Aber das werden wir sicherlich gleich erklärt bekommen. Once upon a time. That's how these things usually start, yes? A sister took pity on her brilliant, prolific, and incredible brother. She had somehow gotten it in her head that he might be lonely, or at least that's what she claims. And so, on a perfectly fine, productive Friday afternoon, the sister picked up her son from the Elwood Academy for Boys and dropped the aggravating child off on my... the brother's doorstep. Now you, I mean, the boy, had visited Quadrangle Manor on a few occasions. Each time was complete with a grand entrance from the brother, who was in fact a professor and inventor with a profound and soaring intellect. With each visit, the inventions he exhibited became more slick and cutting edge. The boy eagerly awaited the revealing of the professor's latest contrivance, but this, the most captivating of visits, started a bit differently. Ja, genau so, denn es passierte gar nichts. Der Professor ist nicht da. Was werden wir nur tun? Wir sind ein kleiner Junge, einsam in einer Villa. Das erinnert mich an diesen Horrorfilm, den ich letztens gesehen habe. Deadly Silence mit Puppen. Es ging um Puppen und Kinder. Was kann es Gruseligeres geben? Vielleicht sollte ich diese Ladeteile später rausschneiden. Denn die, ich habe schon beim Anspielen gemerkt, dass die bei meinem Laptop hier relativ nervig sind. Aber durch die erste lasse ich euch noch mit durchlaufen. Außer die raubt uns jetzt unsere komplette Aufnahmezeit. Oder meine. Well, let's see, if I configure the transdimensional velocity regulator at approximately 0.7 microseconds... Wir drehen uns hier mit Maus. Das ist, glaube ich, etwas zu empfindlich. I have the most incredible invention to show you this visit. Unfortunately, I'm a bit... indisposed at the moment. Mit WASD bewegst du dich. If you take your luggage into the foyer, I will join you as soon as I can. Kann Zeug aufheben. Das ist immer gut. Hui. Linke Maustaste. Jo. Also ich merke, meine Steuerung scheint noch etwas überempfindlich zu sein. Bleh. Oder es ruckelt einfach nur. Das könnte es natürlich auch sein, dass wir uns hier mit unglaublichen 7 Frames per Second bewegen. Deswegen schaue ich mal. So, okay, ich konnte nichts finden. Mal schauen. What was that? Was geht denn hier ab? Jede Menge lustige Sachen, die den Kindern Freude machen. So, was haben wir hier? Ein Buch. Bücher sind cool. Und das konnte man da hinwerfen mit der rechten Maustaste. Oh, good. That should be a safety release for the door up there somewhere. Ja, hab ich doch. Hab ich doch. Ich würde aber da was dagegen werfen. Halt so wie du willst. Oh, yes, I'd forgotten. You're not particularly tall, are you? Ja, dann hole ich mir halt Zeug. To give you an extra boost. Deine Hinweise sind so cool. Mr. Professor Typi. Wait a minute. Delicious. Right here. Oh, no, 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 no. The fuck, ein Erdbeben. Ah! Und da war er tot. Wow. Ja. Das sind die einzelnen Dimensionen, durch die wir jetzt durchgedingset werden. Die hier jetzt so schön kaputt dargestellt wurden. Machen wir
wir doch. Ah! Wusch. Testing, kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ah, Pew, friss Bücher. What in the world are you doing here? Were you supposed to be here today? No matter. Well, judging from the current underwhelming amount of light in this room, we're still on backup power. My head is killing me. It seems as though I now possess a rather large epidural hematoma. A bump on the head. Do me and yourself a favor and head to the front hall. There's a way to restart the power grid. Mach ich doch. Ich find's auch schön, dass er die ganze Zeit da, aber da muss ich mich nicht so viel abquälen. Irgendwas zu. Nehmen wir ein Buch mit. Bücher sind interessant und spannend. Unfortunately, the front door will remain in lockdown until you can restore the power. Da lädt's jetzt gerade, würde ich sagen. Ja, eindeutig. Ganz eindeutig. Ne, ich kann mich nicht bewegen. Selbst wenn ich es wollte. Da schnell ich dann mal am besten am Ende raus. Yay, schon vorbei. Ging ja fix. Und hier wird gespeichert. Hey, wo ist mein Buch hin? Schon stark, diese Haupthalle. Schon ziemlich stark. So, und nun Leber. Well, that wasn't as effective as I'd hoped. You'll have to reactivate the generators in each sector in order to lift the current lockdown. Eine Katze mit Cat always land on their feet. Ah, interessant. My facial expression right now, as I am not. Please. Singularity Toothpaste Retubener. Starkes Teil. Black Hole. Oh, cool. Ist auch noch so. Interdimensional Shift Taco. Boah, lecker. Lecker, lecker, lecker. Gab's bei uns letztens. Nee, letztens gab's bei uns die anderen Teile. Diese Rap-Dinger. I told you to pick up that glove. It's in the office. In the office. Tut mir leid, den habe ich nicht gesehen. Meinst du den da? Diesen hier. What you are holding is an early prototype of the interdimensional shift device, or IDS device for short. It's one piece of my latest invention that should come in handy. Get it? You know, because it's a glove. If you can access the generator in the back of each wing, we might be able to lift the lockdown on the rest of the house. It seems as if the breaker did unlock the blue wing. Well, I suppose you should start there. Send the blue wing. Das ist mein Wingman-Ding. Dieser hier? Nein. Wohin muss ich? Da hoch? Oder doch hier runter? Ich glaube hier runter. Doch, hier runter. Jetzt muss ich erstmal wieder laden. There's something I must tell you. My latest invention has required me to make a few adjustments to the house since the last time you barged in. I mean, nette Bilder. Jetzt muss es laden. Diese charmanten Ladezonen. Bei Portal waren es wenigstens noch diese Fahrstühle. Während hier hingegen einfach nur die Framerate nach unten geht. Has been studying for several generations are rifts existing between various dimensions. I've been able to develop a power source that will channel enough energy into one of these dimensional rifts that it can be widened enough to travel through. Coole Eiskanone. Vase, du gehörst mir. The glove controls the power source, which allows you to travel to whichever dimension has rifts in the area. Yeah, ich bin wie Link. Ich mache auch einfach Töpfe kaputt. So, auf jeden Fall, es geht um Dimension. Ja, Dimension. You won't have control es gibt so tolle. Yet. Ja, noch nicht. Aber bald.
dann wird die Welt mir gehören. This door is using one of my inventions, the repetitive, periodic, articulating Gruiday. So, ah, verdammt. Or a drinking bird. Ja, ein Drinking Bird. Den nehmen wir einfach mal mit. Ha, und ein Rätsel gelöst. Ich bin der Beste. Ich bin so klug. Katzen. So viele Katzen. So, ich habe hier jetzt... Ja, ich hatte gerade eine 1 stehen. Bei mir oben, bei meinen Frame Rates. Bei meinen Frames per Second. Dings, ein Perspektivenwechsel. Knöpfchen. This is such an early experiment with dimensional shifting, so I decided to have it triggered remotely with the drinking bird. Okay. Instead of operating a door, the bird will trigger a dimensional shift. Na dann, Shifter. There's an IDS battery in the machine that will power the dimensions, which in this case is Fluffy Dimension. Fluffy. Embarrassingly adorable, it's also rather useful, because everything is 10 times lighter than normal. 10-mal leichter. Schon krass. Jetzt kann ich nämlich dieses Ding hier hochheben und verflucht. Los, gib mir. Und jetzt. Warum gehst du nicht? Ich will dich werfen. Ich will dich werfen, dämliches Ding. Fast. Naja, okay, aber ihr seht, was ich machen will. Später kann ich das dann auch noch selber machen. Diese Dimensionen wechseln. Und dann geht die Party ab. Naja, okay. Mass to Electricity Converter. Nice. Also, Bird. Was sagt er? Bird. Desmond. Oh, netter Name, Vögelchen. Netter Name. Since you're holding a version of the IDS device, you, in fact, are not you in an alternate dimension. Ich bin nicht ich. You remain constant. So no matter the dimension, your mass, shape, speed and trying personality remain the same. Aha. Interessant. Ich weiß ja nicht, was er mir damit sagen will, aber... Es klingt interessant. Wow. You should throw that IDS battery into the receptacle mounted on the wall. Sollte ich wohl. Theoretisch kann ich bis zu 4 Dingsies gleichzeitig haben. The room, allowing you to now use your IDS device to switch dimensions at your leisure. Meins. Funktioniert, muss ich. So ein super Ding will ich auch haben. Dimensional rifts in the manor are magnified by the stabilizing energy from the IDS receptacle and batteries. Das heißt, wir können es nur an einer Stelle einsetzen. So. This is what enables you to slip between dimensions. Das ist wirklich interessant, Meister. Wirklich interessant. Möbel Weitwurf. Dolly, Dynamic Object Linear Ligation Interface. Okay. A cloning device. So. I like my house. Es bastelt mir Möbel. So I decided ist ja fast wie IKEA. Wow. Hätte schief gehen können. Hätte eindeutig schief gehen können, meine ich. So. Fluffy is my way to go. Und jetzt das altbekannte Spielchen. Das hier ist halt eben wieder dieses altbekannte Tutorial für alles Mögliche. Wir lernen, wie wir mit der Dimension umgehen, bevor wir sie wirklich einsetzen können. Ich muss sagen, später ist das doch relativ knifflig. Zumindest fand ich das jetzt. So. These are my own particular hybrid beams of carbon dioxide and neodymium doped yttrium aluminum garnet lasers using an alternating ray configuration. Gives them an extra kick. Oh, das klingt alles so spannend, alter Mann. Was macht der Knopf?
Ups. Der macht... Ich bin mir nicht sicher, was es macht. Aber ich nehme jetzt erstmal diesen... Na egal, wird passen. Und nun... Ach da, Tür. Ah, es macht Sinn. Unfortunately, the breaking of this glass is a necessary evil. Don't take that as permission to do it elsewhere. Deswegen werde ich hier jetzt einfach mal auf dieser Seite stehen. Ha, Mann. Ha, damit hast du nicht gerechnet. Ich dachte, du sollst es kaputt machen. Nun zerstöre es doch endlich. Ich bin jetzt immer noch ein bisschen gewöhnt, dass man mit E irgendwas macht, aktiviert. Ja, und nun... Din, 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 din. Ach ja, nee. Jetzt bin ich hier. Achso, ich kann die andere Seite. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Verdammt. Wie komme ich da jetzt rüber? Nein. Habe ich das gebroken? Gebroken? Broken? Gebroken? Nee. Ich mache mal flauschig. Und dann funktioniert das nicht so. Kann ich hier jetzt hochspringen? Auch nicht. Ich habe eine andere Idee. Ob ich da oben das Glas kaputt kriege? Das könnte er damit gemeint haben, dass ich dieses Glas kaputt machen soll. Testen. Nein. Scheiße. Ich hatte schon bessere Ideen. Just letting you know that you reset the glass. Thank you. Ich resette das Glas. Das ist gut, dass du mir das so sagst. Oh, Alter. Ja, das war dumm. Das war einfach nur dumm. Einfach nur doof. Aber hey, shit happens. Dün, 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 dün. Immer dieses E-Ding. Ich versuche immer alles mit E zu machen. Hui. Nee, ich muss da einbringen. Ah, runter. Ich sagte, vorbei an der Tür und nach unten. Verdammt, das safe. Dün, dün. So, jetzt auch. Oh, dass diese Klonmaschine auch das Glas ist, jetzt hätte ich natürlich nicht gedacht. Nicht gedacht. So, aber ich würde sagen, das hier reicht auch erstmal mit der Einführung. Und dieser Raum hier kommt dann beim nächsten Mal. Und bis dahin, danke fürs Zusehen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Es wird besser. Das verspreche ich. Es wird besser. Es wird noch awesome. Bleibt dabei. Ich bin Weird Helper. Bis dann. Ciao.